Wenn ich dieses Auto verkaufe, wirst du dir vermissen. Ganz bestimmt. Zeig mal. Mal rum. Gas ist leer. Prototyp Ausländer. Gas ist leer. Reserve. Hast du Geld dabei? Nein. Ich auch nicht. Und wir müssen nur 20 Kilometer fahren. Tja, dann sollten wir lieber umdrehen, oder? Warte mal, vielleicht habe ich ja Geld dabei. Das kriegt man für 2 Euro. Ein Liter. Ein Liter Gas? Nee, 2 Liter Gas kriegst du wahrscheinlich. Ja, ist ja gut. 2 Liter Gas reicht nach Hause. Kein Sprit. Jetzt weißt du, warum ich den verkaufe. Kein Para hier. Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den ML55 AMG, den ich ja noch habe und leider jetzt verkaufe. Ja, ich verkaufe den billigsten AMG Deutschlands. Boah, Alter, ich bin voll durstig. Hast du was zu trinken mitgenommen? Im Auto. Der Typ, einer guckt von rechts, er denkt, oh Alter, was ist das denn für Spackos hier? Machen bestimmt Getränkewerbung so. Wenn ihr mal wisst, was wir Videos hier drehen hier. So. Ich verkaufe den billigsten AMG Deutschlands. Damals gekauft für 1900 Euro und jetzt verkaufe ich den. Und das Ganze werden wir begleiten. Mal schauen, wie viel er weggeht. Wir haben eine sehr schöne Reihe davon. Ihr könnt euch gerne das Ganze mal anschauen. Boah, warum tränen meine Augen? Ach ja, ich bin auch ein bisschen krank so nebenbei. Boah, das ist aber alles, ne? Ich bin krank. Du bist krank, du hast einen trockenen Hals. Trockenen Hals. Ich rauche nicht mehr. Ja. Neues Jahr, neues Glück. Und ich tränge mich von meinem AMG in einem Stück. Ist das schöne Ding, 5,5 Liter. Wir haben ja den gemessen bei mit dir. Das Ganze hat 383 PS. Ja, Serie ist ja 347 PS. Und ja, da ist eine Firma, hat da was gemacht. Und wir haben knapp, ja, 40 PS mehr. Ist ja krass. Mal Bremsen, vorne, hinten wurde erneuert. Wir haben neue AMG-Alufelgen, die haben wir in schwarz lackiert. Dann haben wir neue Bereifung, klar. Ist aber kein Allwetter, aber wir haben Winterreifen, haben wir auch da. Das heißt, wenn einer den kaufen will jetzt irgendwann und sagt, ey, ich habe keine Winterreifen, nein, die habe ich dabei, die gebe ich mit. Die Bereifung ist jetzt nicht die beste, also vom Profil her ja, aber ich glaube vom Alter her nicht. Aber egal, man kann es fahren. Im Innenraum müssen natürlich ein bisschen was gemacht werden, Dachhimmel und so. Mal schauen, vielleicht mache ich das Ganze auch. Hier hinten müssen wir was machen, auf jeden Fall. Hier hinten die Abdeckung muss ich wieder dran machen, die ist abgefallen. Die besorge ich, die lackiere ich neu und dann mache ich die dran. Hier zum Beispiel, ich suche immer noch LED-Leuchten. Ich habe keine LED-Leuchten gefunden. Dann natürlich AMG-Zeichen in schwarz. Das kommt auch noch dran. Motorgetriebe technisch einwandfrei. Überhaupt keine Probleme. Was natürlich sehr, sehr interessant für den einen oder anderen ist, ja, es hat eine LPG-Anlage drin. Die funktioniert. Und wir haben sogar mehr als Serienleistung. Serienleistung ist 347 PS und hier haben wir mit LPG sogar 363 PS. Wir haben Bose-Anlage drin, Navigation drin, funktioniert auch einwandfrei. Dann natürlich ein paar unschöne Sachen haben wir auch. Leider, das ist so ein bisschen Mercedes-Krankheit. Die haben wir leider. Wir haben das Ganze natürlich einmal lackiert, wie schön ich das immer sage, in Daytona Grau. In Original heißt das Daytona Grau. Sieht aber geil aus, die Farbe. In matt. Eidosch. Auf jeden Fall. Farbe, ne? Ich finde die Farbe sehr hübsch. Also man sieht die Konturen sehr, sehr schön. Da die Abdeckung, die hat mir ja der Kasim damals gegeben. Die Abdeckung muss ich dran machen. Ein Scheinwerfer haben wir kaputt, leider. Die müssen wir besorgen. Wer natürlich mit AMG sich ein bisschen auskennt, weiß, AMG-Scheinwerfer sind sehr schwer zu bekommen. Ich habe keine bekommen. Ja, was heißt, ich habe keine bekommen? Ich habe günstig keine bekommen. Aber das Geilste bei diesem Auto ist ein AMG natürlich. Und der Motor ist geil. Den müssen wir uns anschauen. Das ist der schöne Motor. Abdeckung habe ich noch zu Hause. Bei der Gasanlage, die wurde natürlich nicht liebevoll eingebaut. Da könnte man noch ein bisschen Liebe reinstecken. Aber von der Gasanlage muss ich sagen, ist echt top. Funktioniert auch einwandfrei. Also NGK ist ja mein Sponsor. Und davon hat er natürlich die Zündkerzen drin. In LPG. Nee, Baujahr 2000. Wir haben hier 5,5 Liter. Yunus, was willst du eigentlich für diesen Motor haben? Oder für dieses Auto hier haben? Ich weiß nicht. Gib mir auf jeden Fall einen realistischen Preis, weil ihr wisst, ich habe natürlich sehr viel reingesteckt an Zeit, an Liebe. Ja, Geld haben wir natürlich auch reingesteckt, ist klar. Aber was ich natürlich möchte auch, wenn ich dieses Auto irgendwann verkaufe, möchte ich das auch, dass es einen Liebhaber bekommt. Keiner, der jetzt 18 ist und kein Liebhaber ist und da jetzt einsteigt und gib ihm und dann was weiß ich was macht. Nein, das möchte ich nicht. Was für mich wichtig ist, er muss das Auto einfach lieben. So wie ich das tue.
wie ich die ganzen Autos liebe. Ne, für mich ist egal, ob du einen Opel Corsa fährst oder ob du einen AMG fährst. Alles ist für mich das Gleiche. Ich liebe alle Autos. Und jedes kriegt bei mir die gleiche Liebe. Jetzt möchte ich dir bestimmt den Motor hören. Das machen wir jetzt. Aber keine Angst, ich kriege eine neue Batterie. Nicht, musst du nicht mit dem Starter rumfahren. Oder ich kriege den Starter von mir auch geschenkt. So, wie er den AMG mal startet. Also ich starte den zurzeit so. Und das Geilste ist, im Sommer habe ich eine neue Batterie reingemacht, Eidosch, ne? Ja, weißt du das? Das im weiß Sommer. Ich noch. Mhm. Ach, wir haben 312.000, Mann, 18.000 zu viel gesagt. Jetzt hat er natürlich ein bisschen mehr Wert, ne, ist ja klar. Ich muss dazu sagen, ich habe den ja lange nicht gefahren. Ja, eben. Ne, also, wer mich kennt, weiß, dass ich ganz die Autos nicht lange fahre. Der M113, den kriegt man natürlich nicht tot. Hier haben wir natürlich ein bisschen Ölprobleme. Apropos Ölprobleme, hier haben wir auch ein bisschen Ölprobleme. Servostauch ist ein bisschen kaputt, aber dazu gibt es auch noch ein Video. Sound müsst ihr einmal hören. AMG Sound. Yay. Silvester gab es ja nicht, deswegen mache ich jetzt ein bisschen mit V8-Krach hier. Also hätte ich übrigens Mitternacht mit dem rumfahren müssen. So. Ja, ne? So ein bisschen. Ich dachte, geil! Ich dachte, Silvester gibt es nicht. Genau, wir haben LED-Rückleuchten. Ne? Ich kann nicht als Verkäufer durchgehen so. Ach ja, geht. Warte mal, Auto gut diese. Ich schwöre, habe ich selber gekauft für 10.000, wie ich 5.000 habe. Ja. Weil du gut bist. Walla, du Kollege, Roda, weißt du. Du kennst auch diese ehrlichen Autoverkäufer, ne? Die mal alles so gut reden, so. Auto voll gut und so. Hier haben wir einen CL 500 ohne Motor. Guck doch mal, wie schön der ist hier, Eidolf. Guck dir das an. Spezial abgedeckten Fenster. 16 Zoll C-Klasse Felgen, die überhaupt nicht passen. Ohne Bremsen, ohne Motor, ohne Lichter. Motor. Man kann so viel mit dem machen. Den verkaufe ich auch so übrigens, ne? Das heißt, da ist noch hier Fahrwerk und so drunter. Das heißt, wenn einer kaufen möchte, so wie der steht, kann sich gerne bei mir melden. Und wie gesagt, wir haben einen großen Hof hier. Ihr könnt den gerne Probe schieben. Der rollt einwandfrei. Das sind noch die ehrlichen Autoverkäufer. Voll. Kann ich nicht gut als Verkäufer? Ach so, wie viel der Hand? Ist eine gute Frage, weiß ich selber nicht. Die ganzen Blätter habe ich mir nicht durchgelesen oder durchgezählt. Nein, ich weiß nicht, glaube ich. Drei so oder viele. Vier, ich weiß nicht. So viel ist nicht, aber das ist mir auch eigentlich egal. Bremsen sind neu, Reifen sind neu. Aber ein paar Sachen müssen natürlich dran gemacht werden, ist klar. Ich kaufe keinen Neuwagen, das heißt, ich werde natürlich ein paar Sachen fertig machen an diesem Auto. Bis wir den billigsten AMG 55 hier verkaufen, werde ich so eine Videoreihe machen, wo ich so einzeln was mache an dem Auto. An die Leute, die natürlich fragen, ey Jonas, was willst du dafür haben? Ihr habt hier mein Instagram, schreibt mich an, gebt mir noch Angebote. Aber komm mir nicht mit 3.000, 4.000, kommt mir so nicht. Also die 5 muss davor stehen und wenn einer höher sagt, dann kann er höher sagen. Aber kommt mir nicht mit 3 oder 4, die beantworte ich nicht mehr. Jetzt lass eine Runde damit fahren. Ja, komm. Hä? Ja. Die letzten Male bevor so der einfach weg ist. Fahren. Aber wir haben keinen Sprit zu nehmen. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Egal, so jetzt. Der soll uns schnell aufwärmen. Ach so, hier. Sitzheizung ist auch am Start, hallo? Ja, Gott Klima, sei Dank. Sitzheizung, alles. Meine Hände sind ab. Bose-Anlage. Du hast alles, was du willst. Ja, große Rücksitzbank. Schauen wir mal. Bank für den einen oder anderen, der Single ist. Vielleicht interessant. Genießt die Natur. Schiebedach. Guckt raus. Das Auto schlummert. Aha. Sonst geht's gut. Natürlich. Jetzt fahren wir ein bisschen. Hey! Hast du hier sofort gedacht, Geländetauglich? Ja, das ist ja das Geile bei diesem Auto. Erst so chillig und dann auf einmal. Das ist schon ein geiles Auto, ja? Ja. Ja, warum ich den verkaufe, ist klar, werde ich natürlich den einen oder anderen Projekt fertig machen. Und dafür brauchen wir einfach Platz und Geld. Bin gespannt, wann er weggeht, wie viel er weggeht. Und wie viele Leute sich dafür interessieren. Und wie viele Leute? Ja, ich meine, da bin ich gespannt. Es haben sich noch ein paar andere gemeldet natürlich, aber ich wollte unbedingt dieses Video erstmal rausbringen.
und danach. Ne? Ich wünsche euch ein frohes Neues. Das Wichtigste ist, bleibt gesund und ich hoffe, dass 2021 viel, viel besser wird als 2020. In dem Sinne, wir sehen uns. Was ist das?